Ist das etwa ein Babybauch? Mit dieser beachtlichen Rundung spaziert Anita Girlytainment mit ihrem Pferd Rubien vom Reitplatz. Zwar versucht sie, ihren Bauch zu verstecken, verborgen bleibt die vermeintliche Minikugel aber trotzdem nicht. Die Vloggerin soll laut Insidern schon im 8. Monat schwanger sein. War das der Grund, warum sie viel seltener im Sattel gesehen wurde? In letzter Zeit war sie häufig mit ihren Pferden an der Hand spazierend unterwegs. Hat sie keine Lust mehr aufs Reiten oder steckt da mehr dahinter? Mit Promi-Trash spricht sie jetzt erstmals offen darüber und gesteht: Ja, ich bin schwanger. Schauen wir uns aber zunächst die Hinweise aus den letzten Monaten an. Die Hochzeit von Anita und ihrem Freund hat die Fans aufhorchen lassen. Ist da etwas in Planung? Bereits in vergangenen Videos werden die Fans des YouTube-Sternchens durch diese Versprecher hellhörig. Ein Baby bist du? Bist du ein kleines Baby? Oh, was für ein süßes Baby, das würde ich so gerne so... Baby, 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 Baby. Auf einmal spricht sie auffällig oft von Kindern, Babys und Schwangerschaft. Bei unserer intensiven Recherche sind wir auf folgendes Video gestoßen, in dem die YouTuberin sich mit ihrem Pferd filmt. Aber was versteckt sich da in ihrer Putztasche? Ist das etwa ein Ultraschallbild? Und entdecken wir daneben einen Mutter-Kind-Pass? Auch in ihrem aktuellen Video sind aufmerksamen Zuschauern einige Dinge untergekommen. Ist das etwa schon eine Vorbereitung ihrer Community auf die bevorstehende Zeit? Oder ist dies nur ein großer Zufall? Von Spuren eines Babybauchs sieht man bisher allerdings nichts auf Anitas Social-Media-Kanälen. Bei ihrem Ritt in ihrer Arbeit in einem Radiostudio in Wien erscheint sie zwar im weiten Hoodie, aber von einem Babybauch bemerken ihre Zuschauer und auch ihre Arbeitskollegen nichts. Ein perfekt ausgeklügelter Plan, wie Anita im Promi-Trash-Interview offenbart. Ja, aber ich muss auch sagen, dass man bei mir super lange keinen Bauch gesehen hat. Im Gegensatz zu jetzt. Aber bis vor ein paar Wochen war es noch so, dass es eher danach ausgesehen hat, dass ich so den einen oder anderen Burger zu viel gegessen habe. Das Versteckspiel hat jetzt aber ein Ende. Also ehrlich gesagt war es absolut nicht geplant, dass ich erst jetzt von der Schwangerschaft erzähle. Ich bin ja nach der Hochzeit schwanger geworden und in den ersten Monaten ging es mir jetzt nicht so gut wegen der Schwangerschaft, Übelkeit und so. Und somit bin ich halt komplett in Verzug gekommen mit meinen ganzen Videos. Weil die Videos schneide ich ja selber und ich wollte natürlich zuerst das Hochzeitsvideo zeigen, dann eben das von der Schwangerschaft verkünden und ja, es hat doch alles ein bisschen länger gedauert, als ich geplant hatte. Aber ich freue mich, dass das Ganze jetzt raus ist und ich glaube, das ist jetzt auch eine super schöne Nachricht, die ich jetzt hier verkünden kann, oder? Das finden wir auch und gratulieren der werdenden Mama über ihren YouTube-Nachwuchs mit einem Daumen nach oben. Voll verrückt, oder? Aber ja, es stimmt wirklich. Kein Prank heute, es ist nicht der 1. April. Aber hier in diesem Bauch ist noch jemand drinnen. Wie ich das mit meinen Pferden in Zukunft mache, was ich auf meinem YouTube-Kanal tun werde und alles, das erzähle ich dir jetzt. Vielen lieben Dank unter meinem letzten Video mit dem Rätsel, was tut sich denn im Stall? Das haben auch einige erraten in den Kommentaren. Und ja, es stimmt wirklich. Ich bin schwanger und brauche momentan das hier. Weil das Runterbücken geht nicht mehr so gut. Und wer kennt das noch aus einem meiner Videos von früher noch, als ich mit meinem Freund ausreiten war und wir beim Ausreiten immer so Männerunterhosen am Waldrand entdeckt haben, wo wir gedacht haben, so komisch. Ja, das haben wir damals verwendet und das brauche ich jetzt wieder, weil das Runterbücken ist ein bisschen schwieriger geworden. Auch bin ich richtig kurzatmig geworden. Also ich kann jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht mehr hier mega viel herumgehen. Also ich gehe so ein paar Schritte und denke mir nur so, okay, bin ich jetzt 90 oder was ist passiert? Ich habe aber keine komischen Gelüste. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt gerne Würstchen mit Nutella essen oder so. Das habe ich gar nicht. Ich dachte mir so, das kommt jetzt in der Schwangerschaft, dass ich jetzt so irgendwelche wilden Kombinationen esse. Null. Also ich habe meine Tomatenphase hinter mir, meine Erdbeerphase hinter mir. Aktuell bin ich in der
Wassermelonenphase, wo ich mir denke, ja, regional und saisonal ist das jetzt gerade nicht so, aber ich habe so Lust drauf und ich esse gefühlt einfach jeden Tag immer ein bisschen Wassermelone. Wird's ein Junge oder wird's ein Mädchen? Was glaubst du? Und was hältst du davon, dass meine Ponys das verkünden werden bei einer Gender-Reveal-Party? Also bei so einer Party, wo man dann halt eben erfährt, okay, wird jetzt ein Mädchen oder wird jetzt doch ein Bub? Was hältst du davon? So ein Video hätte ich vielleicht auch noch geplant von so einer Baby-Party, wo ich meine ganzen Freunde, Familie und Verwandten und so einlade. Aber sonst... keine Sorge, absolut keine Sorge, dass jetzt hier jedes Video sich jetzt nur noch um Babys drehen wird, weil ich muss dir halt ganz ehrlich sagen, ich fand das damals bei anderen YouTuber und YouTuberinnen nicht so prickelnd, als sie dann gesagt haben, sie sind schwanger und ich dachte mir nur so, okay, jetzt gibt's nur noch Babyvideos und mich interessieren jetzt Babyvideos nicht so. Ich meine, aktuell schon, aber jetzt vor einigen Jahren war es noch so, ja... nett, aber schaue ich mir jetzt nicht an. Keine Sorge, es wird jetzt hier auf meinem Kanal jetzt nicht nur ein Babyvideo pam, 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 pam nach dem anderen rauskommen, sondern es geht ja hauptsächlich um meine Pferde und um Blödsinn, was ich mit meinen Pferden mache. Nicht Blödsinn. Professionelle Pferdevideos machen kann ich. Falls du Ideen hast und falls du irgendwelche Videowünsche hast, sehr gerne in die Kommentare. Falls es vielleicht auch in Kombination mit irgendwelchem Babygedöns sein soll, auch gerne in die Kommentare. Aber so ein Gender Reveal mit meinen Ponys fände ich schon ganz lustig. Ich beantworte auch super gerne Fragen generell zu diesem ganzen Schwangerschaftsgedöns in den Kommentaren. Falls jetzt irgendwie so mega viele Fragen werden, kann ich gerne mal ein separates Video dazu machen, wenn dich das interessiert. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da zu viele Babyvideos machen werde. Deswegen keine Sorge, es bleibt hier alles so, wie es ist. Da gibt es ja doch diesen einen Andreas aus Sachsen. Es bleibt alles so, wie es ist und darin wird nichts gerüttelt. Halt, stopp, jetzt rede ich. Kennst du das Video? Upsi, ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen zu wild. Jetzt habe ich gerade einen Tritt gespürt. Aber weißt du, was voll schön ist? Dass sich mein Mann sich mega schon auf das Baby freut und auch die ganzen Tritte und sowas spüren möchte. Die spüre ich halt schon, er halt nicht. Er legt dann immer so die Hand auf meinem Bauch und ist schon komplett im Best-Daddy-to-Be-Modus. Er freut sich halt voll. Er ist so ein richtiger Vorzeigevater und freut sich einfach auch schon seit Jahren darauf. Ich muss dir halt ehrlich sagen, für mich war Babys nicht so das Megathema, dass ich gesagt habe, so, oh mein Gott, mein Leben ist jetzt nicht vollständig, wenn ich jetzt nicht sofort ein Kind bekomme. Also bei mir war es eher so, also ich hätte gern schon noch ein Katzenbaby oder oh, da ist noch ein Pferd. Also ich bin da eher so in diesem Team, wenn du weißt, was ich meine. Aber mein Freund einfach schon immer, also mein Freund liebt halt Kinder über alles. Ich mag Kinder auch, aber ich mag Tiere auch, wenn du weißt, was ich meine. Und jetzt bin ich halt mega gespannt, wie sich das Ganze halt ändern wird, wenn ich halt dann einfach selbst ein Kind bekomme. Es ist so absurd, auch irgendwie darüber zu sprechen. Und es ist auch mega absurd, was ich nicht wusste, ist, dass seit der Verlobung letztes Jahr und der Hochzeit und jetzt die Schwangerschaft habe ich in unserer Beziehung ein neues Level freigeschalten, aber so ein geheimes Level freigeschalten, was ich nicht im Vorfeld gesehen habe, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich jetzt da hinkomme, dann wird das so und so, sondern das wusste ich nicht, dass das noch so schön ist, also dass sich unsere Beziehung, obwohl wir schon so viele Jahre zusammen sind, nochmal ändert und es einfach nochmal, also noch eine Stufe so richtig, so viel schöner ist, jetzt verlobt, dann verheiratet. Ich meine, ich finde heiraten auch schön, aber es war jetzt auch nicht so mein Ding, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss jetzt dringend heiraten. Aber jetzt verheiratet zu sein, ist nochmal so. Und jetzt in der Schwangerschaft meinen Freund, meinen Mann zu sehen, wie er sich freut und einfach schon so im Game ist, das macht mich schon sehr, sehr happy. Ich habe lange überlegt, wie ich da am besten die Schwangerschaft hier verkünden soll auf YouTube. Und dann ist mir ein Video eingefallen. Ein Video war noch bei mir im Gedächtnis von einer anderen YouTuberin, die auch ihre Schwangerschaft verkündet hat, aber nicht so auf die langweilige ja, hallo, ich bin schwanger, ich muss euch was erzählen Art, sondern auf eine mega kreative Art.
Und dieses Video von dieser YouTuberin, ich erzähle dir gleich alles, war meine hundertprozentige Vorlage für dieses Video. Und deswegen muss ich Props noch aussprechen an das Video von Mirella. Mir relativ egal. Ich finde ihr Video großartig. Ich habe dann auch das nochmal rausgesucht, dieses Video. Habe dann auch noch meinen Kommentar gefunden, den ich da vor mehreren Jahren auch geschrieben habe. Habe sie dann auch auf Instagram angeschrieben und sie gefragt, ob das okay ist, dass ich jetzt mich so dezent anlehne an ihr Video. Du musst dir ihr Video unbedingt auch ansehen. Ich finde das einfach großartig und das war so meine Vorlage und so mein Ode an dieses Video, weil ich das einfach mega gut gefunden habe und weil es einfach super kreativ war, dass ich mein Video jetzt hier auch so gemacht habe. Deswegen schau gerne bei ihr vorbei. Ich habe dir auch ihr Video in der Infobox verlinkt. Was habe ich noch nicht beantwortet? Was interessiert dich noch? Schreib mir das gerne hier in die Kommentare. Dann sehen wir uns gerne in diesem Video oder in diesem Video und hören uns, wenn du möchtest, auch in meinem Podcast. Anita Girlytainment Sprachmemos. Kostenlos abonnieren nicht vergessen, würde mich mega freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi!